So, hallo und herzlich willkommen zurück bei Alice Madness Returns. Letztes Mal haben wir ja diesen, was war es, ein kolossaler Verfall haben wir bekämpft. Und das war ganz schön stressig. Aber mein Gefühl sagt mir, dass es gleich nicht einfacher wird. Nein, Herr Fisch! Herr Fisch, was ist denn? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich möchte da gar nicht hin. Ich gehe. Nein. Nö, sehe ich nicht ein. Da ist eine Mutschel. Eine Mutschel. Ihr wisst, was das heißt, ne? Das heißt, wir kriegen unsere letzte Rosenfarbe. Und dann haben wir ein Herz mehr. Und das. Irgendwas sagt mir, dass wir das ganz, ganz dringend brauchen. So, und was ist jetzt passiert? Du bist passiert, ne? Und wo ist die Mutschel? Da ist die Mutschel. Gut. Bevor wir zu all den abgeschlachteten Fischen gehen, wir haben zwei Herzen, habt ihr das gerade gesehen? Ach Gottchen. Keine Zeit zu verlieren! Wir haben doch keine! Ach, schon wieder so eine? Töte oder werde getötet. Na gut. Nein, ich hasse euch. Ich mochte euch noch nie. Aua! Ach, diese Augenpots habe ich überhaupt nicht vermisst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich möchte aber. Nein, wie kann ich denn wechseln? Ich möchte doch nicht. Nicht dahin! Alice, was machst du denn? Mädel. Haha, bye. Ich gehe mal hier zum Meerzhasen. Bitte beschütze mich, Häschen. Bitte, bitte, bitte. Da ist auch noch so ein großer Verfall, aber wir haben gerade keine Zeit. Entschuldigen Sie, Herr Verfall, wir haben keine Zeit. Das hat der Merzhase doch auch schon gesagt, dass wir keine Zeit haben. Können die sich nicht irgendwie gegenseitig kaputt machen? Das wäre sehr angenehm. Hört mal auf, jetzt mit Tee zu schießen. Ich trinke schon die ganze Zeit Tee. Die müssten meine besten Freunde eigentlich sein. Weil ich ja krank bin und ich trinke nichts anderes als Tee eigentlich. Jeden Tag. Nee, jetzt Alice. Hysterie! Jetzt ist mir egal. Jetzt hauen wir drauf. Ne? Weg da. Auf Wiedersehen. Komm, komm, Alice, der ist doch tot. Alice. Lauf doch, du hast nicht mehr allzu lange Hysterie, okay? Jetzt dann nehme ich gleich nicht mehr. Okay, wir gehen weg. Oh, okay. Aber es ist immerhin nur noch ein Gegner, das ist angenehm. Oh, jetzt, wie machen wir den Regenschirm? Ist das eh? Oh. Nein, nein! Ach, Mist, ja, dann nochmal. Wir brauchen dieses extra Herz. Ja. Und nochmal in die. Nein, Alice. Warum? Ach so, ich konnte gerade nicht gehen. Ich dachte schon wieder, weil Alice hat ganz oft ganz, ganz Keine mühsame Zeit zu Bugs. verlieren! Wir haben doch keine! Ja, das habe ich doch auch gesagt, Herr Merzhase, aber die Monster wollten einfach nicht auf mich hören, ne? Okay, hin da. Und dann ruf da. Und dann weg. Weg, Alice, habe ich gesagt. Weg sollst du. Och du. Oh Gott! Oh, was war das? Okay, aber das tötet uns nicht, das ist gut. Das heißt, in brenzligen Situationen springen wir jetzt da einfach runter. Das ist okay. Okay, können wir da. Ja, einer ist tot. Das ist gut. Aua, Alice, aua. Da drauf, komm. Okay, weiter. Kriegen wir den. Ja, der ist auch tot. Okay, und jetzt mit dem Schirmchen.
Juhu! Gut so, Alice, gut so. Wir schaffen das, Alice. Wir sind ein gutes Team. Und du brauchst das Herz. Du musst es einfach schaffen, Alice. Es gibt gar keine andere Möglichkeit. Oh Gott, das habe ich nicht kommen sehen. Das war zum Glück nicht nah genug. Aber, oh, die sehe ich immer nicht kommen. Dabei wird er davor doch extra so schön langsamer, ne? Dass man das eigentlich sehen könnte, sollte. Sehen würde, wenn man, nicht... Oh, schon wieder. Victor Ellis. Komm. Kannst du nicht wieder deine witzigen, Bömpchen-Dinger werfen, die ich dir dann an den Kopf knallen kann? Ist das nicht mehr so eine Möglichkeit? Ja, wir haben's Ernsthaft? 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 Wie viele denn? Wie viele denn? Und da hinten ist nochmal so ein Verfall. Ja, das könnte witzig werden, ne? Schauen wir mal, ne? Guter Witz, Alice. Guter Witz. Ich sehe halt gar nicht mehr, von wo irgendwas zu fliegen kommt und von wo nicht. Und, Und der Bildschirm ist auch so ein bisschen, naja, semi-optimal jetzt so, ne? Okay, komm. Pfeffermühle. Zum Glück haben wir unsere Pfeffermühle gerade eben geupdatet und nicht das Steckenpferd. Weil, naja, das Steckenpferd ist jetzt hier, naja, nicht vollkommen unnütz, aber halt doch eher schon. Nein, Alice. Bitte nicht. Okay, wir sind zurück. Hysterie! Oh, das ist immer so voll die Panikreaktion. Sobald irgendwas, nicht mehr ganz so okay ist, Komm. Komm, Alice. Komm. Komm. Ich weiß, wir sind ein One-Hit, aber ich kann gerade. Oh mein Gott. Oh. Oh, ich wollte diese Folge eigentlich nicht nur dieses Herz holen, aber darauf läuft es wohl hinaus. Ich muss mich ein bisschen mehr konzentrieren. Ne? Komm, geh kaputt jetzt. Oh, shit. Oh, shit, shit, shit. Okay, aber... wisst ihr was? Ich mache das jetzt gleich kurz offscreen, weil das dauert sonst viel zu lange. Oder ich schalte euch in der zweiten Phase wieder dazu, wenn wieder mehr Gegner kommen, weil die erste haben wir ja jetzt gesehen. Ich glaube, so mache ich das. Dann bis gleich mitten im Kampf mit einer gestressten Lego. Okay, wir haben Runde 1 überlebt mit nur einem Hit, also, wir haben nur einen Hit kassiert in Runde 1. Das ist sehr gut, weil... Na eben, der Kampf ist... geht über 2 Runden, das wollte ich sagen. Und darum sollten wir eigentlich gucken, dass wir in der ersten Runde so wenig Schaden wie möglich kassieren. Weil, naja, ihr seht, das ist ein bisschen ein Durcheinander hier. Ich sehe nicht genau, wo alle meine Gegner sind, weil Alice... Gegnerfokussierte Sicht, nenne ich es jetzt mal, ist ein ganz schöner Müll. Kann man nicht anders sagen, leider. Aber was ich gelernt habe, ist, die Gegner greifen sich tatsächlich gegenseitig an, wenn sie in einer blöden Konstellation stehen. Also quasi, wenn der Verfall hinter so einem Augenpott steht, dann kann es sein, dass der seine, Bomben quasi auf den Augenpott schießt und nicht auf uns. Was sehr cool ist. Okay, das es läuft wesentlich besser als in den vorigen Runden. Muss man sagen.
Ich habe aber den Timer nicht gestartet. Das ist natürlich unpraktisch. Na gut. Ich schätze dann einfach mal so. Und zurück. Und zurück. Diese Bomben hier, die meine ich. Oh, da habe ich den Tee nicht gesehen. Ich möchte eigentlich zuerst den Augenputt weg haben. So, komm. Mach das Auge auf. Genau, lass es offen. Und jetzt können wir wieder zurückschießen. Okay. Jetzt hätten wir zum Augenpott hinrennen können, aber dann wären wir halt direkt in den Verfall reingerannt. Das habe ich natürlich kommen sehen. Nein, habe ich nicht. Aber wir dürfen bei Alice ja auch mal Glück haben, ne? Muss ja nicht immer alles schrecklich und schwierig sein. Aber das ist halt echt so, finde ich. Alice wird mit der Zeit halt immer schwieriger. Das liegt vielleicht jetzt auch dran, dass ich irgendwie 2 Wochen nicht gespielt habe. Aber ich finde auch einfach, es wird tatsächlich schwieriger mit der Zeit. Was ja auch richtig so ist. Soll ja nicht immer gleich einfach bleiben. Aber teilweise ist es doch schon sehr schwierig. Obwohl wir auf normal spielen, ne? Ja! Ja! Wo ist unsere Farbe? Komm, Alice, nicht trödeln! Du hast schon den Zug verpasst! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! Und wir haben eine Rose mehr! Oh, das haben wir gebraucht! Und zwar sowas von... Yes! Yes! Endlich! Ach du lieber Gott. Ja gut, dann gehen wir mal zurück, ne? Uiuiui, das war ja ein Kapitel für sich, diese Rosenfarbe. Und ich will da gar nicht hin. Ach, guckt euch das doch mal an. Ih, was ist denn das hier alles? So viele tote Fischis. Ja, Grinsekatze, was hast du dazu zu sagen? Bilder sagen mehr als Worte. Manchmal mögen wir sie nicht, manchmal verstehen wir sie nicht. Ja, das hier verstehe ich nicht und mag's auch nicht. Aber ich höre eine Schnauze. Ist das einfach eine Geisterschnauze? Ja. Ah, jetzt kommen wir da oben hin. Ist das eine Flasche? Die holen wir uns noch kurz und dann ist auch Ende für heute. Ja, eine Flasche. Oh, das wird hier immer hässlicher, ne? Das Wunderland ist auch nicht mehr so wunderhübsch, muss man einfach mal sagen. Ja, und dann würde ich sagen... Es kann sein, dass die Folge jetzt ein bisschen kürzer geworden ist. Ich kann es ganz schlecht einschätzen. Aber wir beenden das hier. Mit dieser schönen Kulisse und komischem Gesang im Hintergrund. Das passt doch. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Auch wenn wir jetzt tatsächlich eine ganze Folge gebraucht haben, um diese Rosenfarbe zu kriegen. Ey, der Gesang im Hintergrund macht mich fertig. Hört ihr den? Oder das Gestöhne vielmehr. Naja, aber was das ist, finden wir in der nächsten Folge von Alice raus. Wie gesagt, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Guckt gerne auch bei Heroes und Princess Remedy vorbei, wenn ihr Lust habt. Und dann würde ich sagen, wie immer, bleibt cool, passt auf euch auf und ciao zusammen.